24 Geschichten, bis das Christkind kommt. Eine Bilderbuchlesung mit Andrea Hammer. Wir hören uns heute am 12. Dezember zur 12. Geschichte. Dezember. Oma Irene, Opa Hannes, was macht ihr denn hier? Ruft Valentina erstaunt, während sie die Stiegen hinunterstürmt. Hallo, meine kleine Maus, begrüßt Oma Irene ihre Enkelin liebevoll. Hast du etwa geglaubt, dass wir uns Luzias und Ludwigs Schulaufführung entgehen lassen? Dafür nehmen wir die 3 Stunden Autofahrt natürlich gerne in Kauf. Opa Hannes, der alle Hände voll zu tun hat, den wild herumhüpfenden Mini zu beruhigen, lacht. Wenn unsere Enkelkinder zu Berühmtheiten werden, müssen wir schließlich dabei sein. Ach ja, die Aufführung. Die Zwillinge haben im Weihnachtstheaterstück, das morgen an ihrer Schule seine Premiere feiert, eine Hauptrolle ergattert. Genaueres weiß Valentina leider auch noch nicht, weil die zwei ein Riesengeheimnis daraus machen. Wo sind unsere Nachwuchsschauspieler überhaupt? Fragt Opa Hannes, der einen großen Koffer hinter sich herzieht. Wenn Oma Irene und er die Familie besuchen, bleiben sie immer gleich ein paar Tage, weil es sich sonst ja gar nicht auszahlen würde, so weit zu fahren, meinen sie. Die haben gerade Admiralprobe in der Schule, erklärt Valentina. Generalprobe, mein Schatz, nicht Admiralprobe. Hallo Mama, hallo Papa. Mama umarmt Oma und Opa lange. Sie freut sich immer sehr, wenn die beiden zu Besuch kommen. Ich mache euch gleich einen Kaffee. Habt ihr Hunger? Oma und Opa schütteln gleichzeitig den Kopf. Nein, danke. Wir haben an einer Raststation zum Mittag gegessen. Übrigens, zum Kaffee habe ich euch etwas mitgebracht. Oma zieht eine Tortenform aus dem großen Papiersack in ihrer Hand. Valentinas Herz macht einen Freudensprung, als sie sieht, welche Köstlichkeit Oma gebacken hat. Eine Sachertorte, extra für mein kleines Valentinchen. Als alle Sachertorte in sich hineinschaufeln, meint Opa plötzlich: Wo ist denn euer Vogelhäuschen hingekommen? Wir haben heuer kein Vogelhaus, sprudelt es aus Valentina heraus, weil es kaputt geworden ist. Im Herbst bei einem Sturm, der war voll arg. Kein Vogelhaus? Opa ist entsetzt. Aber das gehört doch zum Winter dazu. Ich weiß, was wir machen, Tintchen. Wir bauen ein Vogelhäuschen, sobald wir hier fertig sind. Ihr habt doch Holz im Haus, hoffe ich. Mama nickt. Aber sicher, Papa. In der Werkstatt, im Keller, findest du alles, was du brauchst. Mama und ich, wir fahren einstweilen einkaufen. Ohne Futter macht so ein Vogelhaus schließlich keinen Sinn. Ja, geht ihr nur einkaufen. Valentina und ich kommen schon zurecht. Nicht wahr, Tinchen? Valentina nickt begeistert. Ein Vogelhäuschen wollte sie schon immer bauen. Und Opa, der einmal Tischler war, ist ein spitzenmäßiger Handwerker. Das wird ganz sicher eine richtige Vogel-Luxusvilla. Mit Opa an dem Häuschen zu basteln, macht dann auch wirklich riesengroßen Spaß. Opa zeichnet, sägt, hämmert und bohrt. Valentina ist fürs Schleifen und Leimen zuständig und darf alles andere zumindest ausprobieren. Am Ende wird das einzigartige Vogelhaus dann auch noch bunt bemalt und lackiert. Auch dabei kann die Fünfjährige ihren Ideen freien Lauf lassen. Ob wir die Einzigen sind, die ein rosa, lila, bunt glitzerndes Futterhäuschen haben? Fragt Valentina ihren Opa stolz, als dieser das fertige Haus einige Stunden später im Garten montiert. Dann, nach einer kurzen Pause, meint sie zögerlich: Hoffentlich gefallen den Vögeln die Farben überhaupt. Opa richtet das Häuschen gerade und antwortet schmunzelnd: Also, erstens finde ich, dass wir das allerschönste Futterhäuschen aller Zeiten gebaut haben, und zweitens bin ich mir ganz sicher, dass die Vögel es lieben werden. Wichtig ist nur, dass du es sauber hältst und immer wieder frisches Futter nachfüllst. Und vergiss nicht auf die Amseln, die fressen besonders gerne Äpfel. Im Frühjahr belohnen sie dich dann mit ihren schönsten Gesängen dafür. Das schaffst du doch, meine Große, nicht wahr? Valentina nickt lächelnd. Sie weiß, dass sie das hinbekommen wird. Dabei denkt sie an das Zettelchen, das sie heute in ihrem Adventkalender gefunden hat. Gemeinsam mit einem kleinen bunten Vögelchen. Auf dem Zettel steht geschrieben: Oder vielleicht hast du ja vor zu singen. Ich habe gehört, dass du besser singst als jede Amsel. Singst du auch gerne? Vielleicht magst du Mama oder Papa oder jemand anderen, den du sehr gerne hast, eines deiner Lieblingslieder vorsingen. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder zur nächsten Geschichte am 12. Dezember. Wenn du magst, kannst du auf Abonnieren klicken und dann weißt du gleich Bescheid, wann es morgen die Geschichte gibt. Vergiss nicht, in deinen Adventkalender hineinzuschauen. Danke an Lisa Gallauner als Autorin. Danke an Cornelia Seelmann als Illustratorin. Danke an G&G Verlag www.ggverlag.at. Wir können noch gemeinsam zählen, wie viele Tage und wie viele Geschichten wir schon miteinander erlebt haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Geschichten haben wir schon gehört und 12 Geschichten kommen noch. Dann kommt das Christkind zu dir. Bis bald, eure Andrea Hammer.